Zwischen 100 und 200 Millionen Kinder weltweit leben auf der Straße. Das schätzt das Kinderhilfswerk UNICEF. Die genaue Zahl weiß niemand, denn viele von ihnen haben nicht einmal eine Geburtsurkunde. Anlässlich des Tages der Straßenkinder, der am Donnerstag begangen wurde, soll besonders auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht werden. Einer, der in Nigeria Straßenkinder betreut, ist der Salesianer Don Boscos Pater Leiners. Zu Gast in Österreich hat er Schülerinnen und Schüler des GAG 13 Wenzgasse in Wien-Hietzing besucht. Meine Kollegin Mariella Kogler war dabei. Amma Bosco, Bosco, Bosco. Amma Bosco, Bosco, Bosco. Amma Bosco, Bosco, Bosco. I'm feeling the Bosco, Bosco. Pater Leiners weiß, wie man die Aufmerksamkeit von Jugendlichen bekommt. So werden nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen für sein Anliegen geöffnet. Die Kinder auf den Straßen Nigerias. Die Leute kümmert es nicht. Es interessiert sie nicht, wer da auf der Straße ist. Schaut, 7 Millionen Kinder schlafen unter der Brücke. Niemand liebt sie. Die Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder. Pater Leiners zeigt den Wiener Schülerinnen und Schülern mit einem selbstgedrehten Video, wie es aussieht, wenn er nachts durch die Straßen der Millionenstadt Lagos zieht, um Jugendliche anzusprechen. Auch für ihn nicht ungefährlich, gehören doch einige bereits Mafia-ähnlichen Gruppierungen an. Ich frage sie nicht, warum sie auf der Straße sind. Ich frage, wie geht's dir? Ich verurteile sie nicht. Wenn ich sie verurteile, laufen sie vor mir davon. Ich sage, wir sind Freunde und gemeinsam können wir bessere Menschen werden. Der 39-Jährige ist selbst in Nigeria aufgewachsen, allerdings gut behütet. Er wurde in Ghana zum Sozialarbeiter ausgebildet und hat schließlich in Italien Theologie studiert. Ich wollte ein Straßenpriester werden, was eher selten ist. Ich habe in einer Gemeinschaft gelebt, in der es eher darum ging, zu predigen, zu reden, Buße zu tun. Der Wert des Evangeliums sollte aber nicht darin bestehen, Liebe zu predigen, sondern man muss sie spüren. Wie Papst Franziskus sagt, die heutige Welt braucht keine Prediger, sondern Menschen, die Zeugnis geben. Und ich will Zeugnis geben für die Liebe Gottes zu den Menschen. Vor 2 Jahren war ein Team der Orientierung bei Pater Leiners in Lagos, der größten Stadt Nigerias. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Etwa 230 Millionen Menschen leben hier. Und diese Zahl soll sich laut Prognosen in den kommenden 3 Jahrzehnten sogar verdoppeln. Ein Tempo, das auch die Lage der Straßenkinder verschärfen wird. Meine Mutter lebt nicht mehr. Mein Vater und meine Brüder kümmern sich nicht um mich. Darum bin ich vor 3 Jahren auf der Straße gelandet. Eine Händlerin gibt mir Sachen zum Weiterverkaufen. Dafür bekomme ich 2 Euro pro Tag. Ein Drittel davon brauche ich für das Essen, den Rest lasse ich bei der Händlerin. Am Sonntag bringe ich das ersparte Geld meinem Vater und den Geschwistern. Begleitet werden die Jugendlichen von der ständigen Angst, ausgeraubt zu werden, wenn sie auf der Straße schlafen. Und selbst die Schlafplätze sind nicht gratis. Wir schlafen auf dem Gehsteig. Dafür müssen wir bezahlen, eine ganze Woche im Voraus. Wenn du nicht bezahlst, kannst du nirgendwo schlafen. So bezahlst du für einen komplett überfüllten Platz. Pater Leiners und sein Team können sich im Bosco Boys Home um einige der Kinder und Jugendlichen kümmern. Einmal die Woche können sie hier duschen, gemeinsam Fußball spielen und sie bekommen Essen. 15 von ihnen können dauerhaft im Kinderschutzzentrum wohnen. Die anderen müssen zurück auf die Straße. Noch heuer soll ein neues, größeres Zentrum fertiggestellt werden, auch mit Mitteln aus Österreich. Hier zu sehen auf Aufnahmen von vor 2 Jahren. Es gibt eben dort eben auch Klassenzimmer, Ausbildungsräume, Räume für Therapie und kleine Werkstätten.
Die Zeit im Kinderschutzzentrum soll für die jungen Menschen aber nur eine Übergangszeit sein. Unser Ziel ist nicht, viele Häuser zu bauen, wo wir viele Kinder institutionell betreuen, sondern das ist ein Übergangswohnheim, das ist ein begleitendes Wohnen. Und das Ziel ist, die jungen Menschen wieder dorthin zu bringen, wo sie die beste Integration bekommen. Auch wenn das nicht immer ideal ist, aber es ist immer besser, als wie sie über Jahre hinweg in einem Heim unter einem Glassturz zu bewahren und irgendwann der Tag wieder auftaucht, wo sie zurück müssen und sich in dem Umfeld nicht mehr zurechtfinden. Pater Leines erzählt in Wien, dass er an manchen Tagen auch frustriert sei, weil er nur sein Möglichstes tun, aber nicht allen Kindern helfen könne. Seine Motivation schöpft er aus seiner Familie. From the family of nine, I'm the eight-born child of my parents. In einer Familie mit 9 Kindern bin ich das 8. Geborene, 2 Mädchen und 7 Buben. Meine Familie gibt mir einen der Gründe für das, was ich auf der Straße mache. Ich wurde geliebt. Ich habe mich geliebt gefühlt. Und jedes Kind verdient es, sich so zu fühlen, wie ich mich gefühlt habe. This is one of the reasons, and also with God, I felt every child deserve to feel the way I felt. Und was nehmen die Schülerinnen und Schüler mit nach Hause von dem, was ihnen Pater Leines erzählt hat? Ich fand das ziemlich berührend. Ich wusste eh, dass es schlimm ist, aber dass es so schlimm ist, habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe das Gefühl, dass ich davor, vor dem Vortrag, der war so spannend auch gemacht, dass ich mir davor viel zu wenige Gedanken darüber gemacht habe und jetzt viel bewusster über Sachen, die zum Beispiel in denen Kinderarbeit steckt, nachdenken werde. Meine Mutter versucht sehr viel, Produkte ohne Kinderarbeit zu kaufen und ich möchte halt auch noch mehr darauf schauen, dass es weniger drin ist. Ich finde es halt gravierend zu sehen, wie gut wir es eigentlich haben und wie andere Kinder leben müssen. Künftig wollen sich die Jugendlichen, so sagen sie, nicht mehr so oft beschweren, dass sie in die Schule gehen müssen, sondern eher das Dürfen betonen.